Hi meine lieben Freunde, hier sind wieder der Sun und der David mit Super Mario Maker. Wir sind sehr happy, weißt du wieso wir happy sind? Ja! Weil ich dauernd hier so mache, Nasias. Wir sind happy, weil wir endlich hier diesen geilen Stift hier haben. Schaut aus dem mal an. Das ist der Stift von der Limited Edition. Der sieht so aus. Das ist nicht der. Und eigentlich sollte man auch das Steelbook mitbekommen, aber das ging leider nicht. Dann habe ich mich von Stift entziehen, weil Stifte sind geil, damit kann man rumspielen. So, man kann immer mit seinem kleinen Stift rumspielen. Okay. Einfach mal nicht zweideutig denken. Ja, das hat gerade eine gute Vorlage für ein zweideutig denken, wenn ich sage, man kann mit seinem kleinen Stift rumspielen. Diese ganzen 12-jährigen Fortnite-Kiddies, die denken jetzt... Fortnoob! Ja, ist so. Egal, fangen wir einfach an, bevor wir noch weiter über mit kleinen Stiften spielen reden. Wir werden demnächst mal ein Level bauen mit dem geilen kleinen Stift hier. Vor allem hier, weil er hat keinen kleinen Stift, deshalb kann er dann den benutzen. Und jetzt gehen wir rein ins Spiel. Übrigens, die Spicers dann hat es auch übernommen, was sehr gut ist, weshalb wir den ganzen Bums nicht nochmal spielen müssen. Was sehr letztlich angenehm ist. Also, finde ich es. Hörst du eigentlich gut? Du hörst du so laut, du so leise? Ich höre so laut. Achso, dieses Level. Hatten wir doch. Das haben wir doch das letzte Mal schon als komplettes AIDS-Level abgestempelt. Ja, ich möchte es aber nochmal machen. Ja, und diesmal schaffen wir es. Du musst mal schnell sein. Das sieht voll gruselig aus. Junge. Der hat zack, boom, buff gemacht. Doch, erstmal Schuck Spezi. Hast du das auch gesagt? Ja. Ehre für alle Spenden. Ich habe demnächst bald eine neue Capture-Card kaufen, die ein bisschen krasser ist wie die hier. Eigentlich nehme ich die 4K-fähige Capture-Card, weil die gibt es bald übelst krass im Angebot. Über 150 Euro reduziert. Ich hab damit das endlich wirklich High Quality Hit. Fuck, fuck, fuck. Ja, du musst da weitergehen. Ja, I don't know what you need. Ich hab grad nur gar nichts verstanden. Ah, meine Ohrstöpsel, wie ich die nenne. Was sind Panzer? Meine Ohrstöpsel. Du meinst die rechten Samsung-Kopfhörer? Der eine ist rausgefallen. Ja, den musste ich wieder rein. Samsung ist ja auch scheiße, bei Apple fällt da nichts Samsung ist scheiße. Aber meine Apple-Kopfhörer sind viel geiler. Voted. Apple oder Samsung? Also ich bin Team Samsung. Ich bin Team Apple. Er ist Team Apple Noob. Ja, das ist Noob. Hä? Nein, Apple ist Noob. Apple ist Noob. Konzentrier dich lieber. Apple ist Noob. Jetzt konzentrier dich, sonst machst du wieder irgendeinen scheiß Fehler. Und dann eskaliert die Hut. Und du willst nicht, dass die Hut eskaliert. Oder willst du, dass die Hut eskaliert? Oh, shit! So weit war es sogar gekommen, glaube ich. Aber dann hat alles eskaliert. Das Level ist an sich gar nicht so schwer. Man muss halt auf die Dinger da aufpassen. Na, da war die Wand. Schade. Ich versuch's nochmal. Dann packst du es selbst. Hier, dieser geile kleine Stift hier. Denk an den kleinen geilen Stift hier. Den willst du nicht enttäuschen. Ich war für die Box. Leute, ja, aber der Stift macht doch viel mehr Sinn.
Doch. Er hat selber gesagt, der Stift war scheiße. Ja, aber ich finde die Box halt unnötig. Die steht dann nur dumm im Regal rum. Eine Artbook wäre geil, aber das gibt's hier nicht. Hätten die für eine Schuh legen können. Aber so hat man halt wenigstens mal einen Stift für die Switch, ne? Braucht aber keinen Stift für die Switch. Aber die Wii U und der 3DS hatten ja auch Stift. Ja, aber der 3DS jetzt ist laber mich nicht voll von der Seite. Es wäre da unten weitergegangen. Da muss man aber so schnell sein. Ja, da braucht man Speed. Schneller! Du hast immer Schneller! Nein. Was ist denn das? Wer schneller? Das level ich nicht wer. Jetzt muss ich da Gleishand anlegen. Das wir wollen aber nicht. Doch nicht 5 Game Overs hintereinander haben. Oh, jetzt packt er seine krassen Hackersbrüste raus hier. Warum stirbt es einfach? Tschüss. Ich komme wieder her. Da bin ich wieder! Habt ihr mich vermisst? Ich kann hin und her schieben, wo immer ich den hinhaben möchte. So, Bro, das ist doch eigentlich ganz leicht. Eigentlich. Pro, ich nenne es immer Pro. Pro, I'm a Pro. Eigentlich. Ja, das sehen wir dann noch. Findest du das 1 oder das 2 besser? Ganz klar 2. Da gab es so viele krasse neue geile Möglichkeiten. Sag mal, du musst da ganz genau so und dann schnell da runter, während der Soße da runter. Nee, nicht da! Da ist doch ein Pfeil rechts! Ein Pfeil rechts? Ich bin sauer gegen ihn. Na komm, was? Ich würde die Hand anlegen, aber du bist nicht so gut. Oh yeah. Trink dein Spezi leer. Ich glaube, du kommst näher zum Ziel als es ist. Hat mich gerade was gestochen und das tut weh. Im Keller sind aber keine Mücken. Vielleicht war es auch nicht gerade eben, obwohl ich gerade eben gesagt habe. Ja, dann kann ich das doch nicht riechen. Du willst du bitte Mücken riechen? Ich sag ja, was kann ich da riechen? Ja, das war gerade so das heiße knapp, ey. Ich hab dich schon tot. Du, jetzt musst du auch mit so einem scheiß Dingspanzer am Ziel ankommen, ne? Ach nee. Wie willst du denn sonst dort reinkommen? Ziel. Den musst du das Imsel noch haben. Na. Uff. Bitte. Nein, das schaffst du nicht. Oh mein Gott. Achtung, das ist was hinten, ne? Bro, ist er. Er hüpft weg. Das war nicht normal, ich hab's nicht berührt! Doch! Nein! Belehr mich nicht voll. Ja, er rastet aus. Hier, er rastet sonst aus wie ist immer. Hier, er ist David Junior. Hier, Gamma Cross Junior.
Der unbezahlte Praktikant wird ausrasten. Ja, stimmt, ich bin unbezahlt. Eben, du bist Praktikant. Ich bin auch viel besser in Zelda als in Mario. Möchtest du eigentlich auch das Sozialpraktikum machen? Ja. Okay. Oh, ich muss noch 6 Stunden machen. Ne, wir haben in der 9. Klasse haben wir uns in der Schule so ein Sozialpraktikum. Ich hab dir gesagt, wegen dem Sozialpraktikum soll ich mir noch das Blatt ausdrucken. Ach, da war was. Machst du ja. Ja, wir haben in der Schule so ein Sozialpraktikum in der 9., dass man ehrenamtlich arbeitet, ne? Die Idee ist ganz geil, habt aber... Habt ihr auch heute das Befragungsbogen? Die Idee hatten wir gestern. Da hatten wir uns Blutkreis gemacht, darüber geredet, aber das ist egal. Habt ihr keinen Blutkreis gemacht? Wir hatten Frau Metzinger. Habt ihr nicht... Ach Junge, sag nicht den ganzen Namen die ganze Zeit. Habt nicht so darüber geredet. Ne? Du einen oder wie? Ah. Egal. So. Hier. Sieht man alles. Junge. Das geht. No risk. No fun. Da kommt bestimmt... Zählmünzen. Lol. Geil, Matiko. Warte, wahrscheinlich hat er noch einen neuen Auftrag. Vielleicht. Nö, er sitzt gerade ganz gesellt da. Wird so bald, ne? Schau mal, der hat noch schon einen neuen Auftrag. Hier. Noch ein Auftrag. Erzählen wir uns zurück, warten diese 5, gehen wir los. Oh nein, oh, Digga, das ist jetzt Schwierigkeit 4. Ohne den Boden zu holen. Digga, das ist Schwierigkeitsstufe 4. Das ist Verrecken pur. Das wird zu kompliziert. Man darf nicht springen, ne? Ja. Okay. Mach's erstmal besser hier. Ja, kann ich locker. Gut. Erstmal sind Flexen mit deinen geilen Künsten. Mama! Boah. So viele Skills. Yeah, siehst du die Blumen nicht schon hier? Ich bin noch da. Als Modus hier, keiner macht das. Sagst du jedes Mal. So wie immer. Wo hängt der Hammer? Da hängt der Nagel. Das erste, ihr müsst wissen, Leute. Zu diesem Insider. Wie man immer dieser Nagel, der da an der Wand hängt. Diesen Nagel. Der ist dünner als dieser Stift. Wow. Wow. Ein Nagel ist dünner als ein Stift. Ich weiß, er liegt, ne? Ich hab ne Idee, man darf ihn nicht bringen. Und noch dazu bist du staunen. Weißt du was, ist du? Ich renne jetzt einfach durch. Du rennst durch? Ja, das geht bestimmt. Du siehst, dass das funktioniert. Die Zähl, du hattest Aussage im Ober, ja? Ich hab bei dir auch nicht immer so. Ja, aber ich finde es gut mit einem Part pro Tag. Ja, wir lassen es auch bei einem Part. Ja, aber ein Part 2 ist doch viel sinnvoller. Bis du mal eh demnächst mal bei mir bist, dann geht das halt schneller durch, weißt du, dann schaffen wir das alle. Ich meine, du kommst ja Freitag schon wieder. Weißt du, erst wie Herpes. Nicht Freitag, Samstag oder irgendwann. Keine Ahnung, ich muss tauen. Ja, müsst das tauen, am besten. Ne, weißt du, das ist wie Herpes, es kommt immer wieder, wenn es einmal weg ist. Kommt Herpes wieder, wenn es einmal weg ist? Ne, ich kann gar nicht weggehen, ja doch. Ne, hä? Alter, ich komme mal nicht drauf klar. Genau, der Moment, wo dieses Ding in der Luft ist, muss man deinen Durst verlexen. Wenn ich jetzt überhaupt das du mal. Weil ich. Ich verstehe schon das Prinzip, ich bin so dumm dafür.
Das Prinzip ist, nicht zu sterben. Und du stirbst gerade 50 Mal hintereinander bei ja, dem gleichen Ich bin so dumm für das Level. Oh yeah. Nur für das Level? Nein. Nein, ich wurde heute schon genug gemobbt. Ja, nehme ich von der S-Bahn. Aus die er einfach ausgestiegen ist. Rap Story. Sag mir doch einfach, wo man aussteigen muss. Er steigt random aus der S-Bahn aus und lässt mich zurück. Und dann zeigt mir auch noch Mittel. Nee, ich hab Mittelfinger dir gesagt. Aber trotzdem, das ist. Man rechnet halt nicht damit. Alter, du bist halt. Okay. Schließt du dann über mich her sehen? Ich schau mir gerade zum ersten Mal das Cover von dem geilen Spiel an. Sieht genauso aus wie die anderen. Nee. Doch, sieht genauso aus wie die anderen. So. Oh! Why are you bullying me? Wenn man ernst, wenn du wirklich erst Samstag wieder kommst, dann. Und über Nacht bleibst, dann kommen wir wirklich sehr hart am Tag raus. Und dann geht das Let's Play schneller von starten. Ja, wir sind schon bei 50%. Ja, ach nee, da komme ich gleich danach dann das nächste Projekt starten. Welches denn? Verraten wir noch nicht. Doch! Und ja, das Kanalprojekt, das kommt davon wirklich. Weißt du, so Hype-Projekte will ich in der Durst haben, aber nicht Hype-Projekte. Also aktuelle Hype-Projekte, aber nicht Hype-Projekte können länger gehen. Jetzt bist du da dran gerumpelt. The thing is bothering me. Yeah, indeed. My English is better than yours. Was schaust du dir bitte auf YouTube an? Was denn? Unwichtig. Zu viel Minecraft gespielt. Der zeigt mir gerade die Kommentare, die ich gestern zu seinem Video geschrieben habe. Du hast Kommentare, die zur Prüfung vorlegen. Die wurden wahrscheinlich Spam. 8 von dann 20 Nachrichten wurden als wahrscheinlich Spam markiert. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja. Gut, das war der Part mit deinem komischen Basinga-T-Shirt. Das ist nicht komisch. Nö, ich mag ja auch Big Bang Theory. Damit sieht aus wie so ein richtiger Nerd. Alter! Und mir erklären, ich hab da meine Schwierigkeiten, ne? Ist ja unerhört hier. Unerhört. Ich glaube, das war das erste. Ne, das war das erste. Warte, ich muss gerade was holen, Ladies. Heute haben wir Mittwoch, ne? Ne, Dienstag. Ja, Dienstag. Jetzt reißt nicht mehr ganz grob. Heute ist Dienstag. Was mein Videopart ist, haben wir heute. Das Video werden wir wahrscheinlich Freitag sein. Also, ob schon, oder? Nee, eventuell. Wenn meine Berechnung rechtlich eventuell ist. Auch so Mittwoch. Weil ich noch 2 Videos habe. Und die konnte ich beide heute raushauen. Ja, eigentlich würde ich schon ganz gerne wieder 2 am Tag, aber das. Warum 2 am Tag? Das verstehe ich nicht. Muss man sehen, wie es ausgeht. Dann sehen die mehr. Müsste man voten 2 am Tag oder nicht? Nee, Hype-Projekte wollen die Spam am Tag haben. Wurde bereits gewotet. Echt jetzt? Ja. Es wurde echt gewotet. Nee, unerst gewotet, you know. Pass auf. Why are you bullying me? Pass auf wegen den Trampolin, ne? Und sie den Kettenhund. Warum gab's nicht mal einen scheiß Checkpoint? Nee, zumindest am Donnerstag und Freitag kommen 2 Omega-Parts.
weil ich da nicht da bin und kein Livestream mache. Weil, wo bist du? Klassenfahrt. Ja, was nennen wir nicht. So. Pass lieber auf, dass nicht der böse Ketten uns bei. Der böse. Lippe. Aber warum gab's da nicht einen Checkpoint? Das war. I don't understand it. Weil die alle dich mobben wollen. Genau sind wir die S-Bahn. Nicht. Sun, Gefühl 12, wird von S-Bahn gemobbt und von Nintendo. Und die S-Bahn hat mich nicht mal gemobbt. Du hast mich gemobbt. So läuft der Hase. Oh! Ich bin überfordert, ne? Was kommt jetzt? Bist du bereit? Er war bereit. Denk dann, darfst nicht springen, ne? Hast du schon das Best-of gesehen? Welches Best-of? Das muss ich dir gleich zeigen. Das war's aber mit dem Part von Super Mario Maker 2. Das sieht scheiße aus. Krieg sowas? Wir haben das Reset. Ja, du bekommst das Reset-Kleid. Wir müssen deshalb zu dir das Reset-Kleid zeigen. Sun mit seinem Reset-Kleid. Erhalte Baumeisterkleidung und kannst du in den Leveln aus aller Welt einsetzen. Ja. Sobald, wie gesagt, das Story-Modus durch ist, bauen wir auch unser erstes Level. Ich hätte das direkt am ersten Tag machen sollen. Bevor wir den Story-Mode machen, dass wir ein Level bauen. Sag mal, wieso haben wir eigentlich kein Level gebaut, bevor wir den Story-Mode gemacht haben am ersten Tag? Weil du gesagt hast, vielleicht geht die Cloud nicht. Deswegen hatte ich keinen Bock. Richtig, deshalb war es da. Deshalb, aber hätte mich Story-Mode auch verloren. Egal, Level bauen machen wir dementsprechend nach dem Story-Mode. Haben wir jetzt schon 54% und im nächsten Tag geht's weiter. Mit der rückgängigen Hund, der hat keine Aufträge mehr. Da geht's im nächsten Part weiter. Haut's rein, Saludos und bye.